So, jetzt haben wir es alles fertig. Ich hoffe, ein bisschen besser organisiert als letztes Mal. Da gab es ein paar technische Probleme und ich sehe auch ein bisschen anders aus. Vielleicht fällt das jemandem auf. Ich habe mir einen kleinen 3-Tage-Bart stehen lassen. Ist aber nur ein Versuch, soll vielleicht nicht auf Dauer sein. Mal gucken. So, mein Name ist Christoph Meyer. Ich bin bei der Firma Mehrens als Innovafon Channel Manager aktiv. Ich bin so derjenige, der immer ein kleines bisschen die Rampensau spielt. Man sieht das an dem, vielleicht auch an dem Bildchen. Das ist von irgendeiner Messe. Im Hintergrund sieht man Innovafon noch so ein bisschen quer stehen, wo ich gerade die Teilnehmer dieser Veranstaltung zu einem Vortrag zusammentrommle. Und da konnte ich es mir nicht verkneifen, dann auch mal, naja, etwas lauter zu werden sozusagen. Die Mehrens ist ein ordentlicher Innovafon Distributor, hat unter anderem auch noch NEC-Komponenten im Programm und alles das drumherum, was man braucht, um eine vernünftige TK-IP-PBX-Lösung aufzubauen. Also zum Beispiel Headsets, Türfreisprecheinrichtungen, Software von SDOS und so weiter. Also wir versuchen, dem Reseller ein möglichst umfassendes Portfolio für gute Lösungen im IP-PBX-Bereich zu bieten. Mit Innovafon und NEC. Aber heute geht es um Innovafon und insbesondere um die Hardware. Wie wir hier rechts an dem Bildchen sehen, ja, es gibt eine ganze Menge Hardware und ich erlebe das immer wieder mit Resellern, die ich betreue, die ich dazu hinführe, Innovafon-Lösungen sach- und fachgerecht an den Mann, an den Endkunden zu bringen. Also sozusagen in der Ausbildung eines Resellers, dass immer wieder Fragen bestehen, ja, welches Ding nehme ich denn jetzt? Wo sind denn da die Unterschiede? Welches ist das richtige Gateway? Da gibt es ja welche mit PBX und welche, wo die keine PBX können und so weiter. Und ähnliches auch bei Telefonen. Was können die, wie die aussehen, sieht jeder, ist klar, aber was können die, wo unterscheiden die sich? Und man kriegt diese Informationen durchaus auch bei Innovafon. Auf der Webseite, da gibt es auch Datenblätter. Früher gab es mal ein paar mehr Datenblätter. In meinen Augen hat das Innovafon ein bisschen runtergefahren. So ist zumindest mein Gefühl. Also so ein schönes technisches PDF neben einem Flyer. Eine technische Auflistung als PDF downloadbar wird es anscheinend immer weniger geben. Stattdessen wird auf das Wiki verwiesen. Das ist zwar schön und gut, aber das kann ich zum Beispiel keinem Endkunden in die Hand drücken. Oder das hilft mir auch nicht, wenn ich mobil unterwegs bin. Ich brauche immer einen Online-Zugang. Muss mir das dann irgendwo auskopieren und ablegen, wenn ich mal einfach als PDF sozusagen so eine Info brauche. Also die Motivation für diese Präsentation ist, alles das versuchen zusammenzufassen, was es aus vielen verschiedenen Quellen von Innovafon zu der Hardware zu berichten gibt. Und das Ganze natürlich, gerade das ist mein Anliegen, neben der Vorstellung dieser Hardware dann auch noch etwas zu den Gateways zu erzählen. Vorteile, Nachteile, wie setze ich es ein, was muss ich berücksichtigen, wie ist das mit Lizenzen und so weiter und so fort. Gucken wir doch gleich mal in meine IP411, die mein Eigentum ist. Da habe ich es mir mal irgendwann, als ich die bekommen habe, natürlich nicht verkneifen können, mal die Hose runterzulassen und mal einen Blick da reinzuwerfen. Unter anderem auch deshalb, weil ich, hier könnte ich ja mal einen Laser einschalten. Müsste ja eigentlich gehen, ne? Ne, geht nicht. Keine Ahnung. Ist ja aber auch egal. Also wir sehen dort einen M-SATA-Slot dort oben. Da muss man natürlich das Gehäuse aufmachen. Dadurch verliert man auch nicht die Garantie, solange man das sach- und fachgerecht alles macht. Und baut dort eine SSD ein, eine Festplatte, die halt für die Linux Application Plattform benutzt wird. Das Ganze sieht nach meinem Verständnis, sieht das eigentlich sehr ordentlich aus. Das ist klar strukturiert. Und wenn man das mit dem Inhalt oder mit dem Layout der Platine der anderen aktuellen Gateways vergleicht, dann muss man sagen, das ist alles dasselbe Design. Das heißt, die Innovafon hat sich einmal darüber Gedanken gemacht, wie baue ich einer Platine eine Hardware für VoIP und hat das dann als Basis genommen, um daraus aus dieser Grundkonfiguration, aus dem Grunddesign, die anderen Geräte abzuleiten. Hier bei der 411 sieht man zum Beispiel bei den ISDN-BRI,
dass da so eine freie Fläche, Brie und analog, wenn man das so drumherum mal anguckt, sieht das aus wie so ein eigenständiger Bereich. Ja, klar, da ist jetzt hier zweimal Brie und zweimal analog. Bei der 811 ist dort fünfmal ISDN an der Stelle implementiert und bei der IP29 sind das halt acht analoge, die dann dort liegen. Das ist also immer von einem Design abgeleitet. Das macht das Ganze sehr schön für den Entwickler, weil er muss ja immer das Grundkonstrukt zum Laufen bekommen. Also insgesamt eine ordentliche Arbeit. So, und jetzt müssten Sie eigentlich bei entweder von unserer Cloud, den Link sehen Sie dort, der ist ein bisschen unglücklich, aber der ist eigentlich dann später eher für das PDF gedacht. Aber bei Ihnen in der Steuerung müsste es eigentlich sein, dass Sie dieses PDF herunterladen können. Das müsste hoffentlich funktionieren. Wenn mir das einer mal in Chat oder Fragen kurz bestätigen könnte, dass das so ist. Fragen alle senden. Alles gut. Wunderbar. Perfekt. Klasse. Dankeschön. So, wenn Sie das jetzt öffnen, ganz in Ruhe, lassen Sie sich Zeit, weil ja, ich bin mal so dreist und komme mal auf meine alte Historie zurück. So etwas hat der CERN mal entwickelt. Firma Technoplan gab es damals. Das war, als ich anfing, als vollberuflich als Softwareentwickler in meinem ersten Leben zu arbeiten, war das 1986. Dort haben wir Hardware entwickelt. Die habe ich ja auch noch mal in Live mitgebracht, habe ich mir aufgehoben. Das ist auch ein ähnliches Gerät, sage ich mal, wie ein Gateway. In diesem Falle ist es ein Gateway, das von Twinax oder Coax, IBM Midrange-Rechnern in den 80er und 90er Jahren angeschlossen werden konnte und zum Beispiel 5250 Druckersysteme emuliert hat. Das habe ich gemacht. Da sieht man so einen Ausdruck. Das ist total der Teufel. Heute kennen wir HP, PCL, Druckersprachen oder weiß der Teufel, was es alles gibt. Das ist da so ähnlich auch. Die IBM-Drucker, da konnte man einfach Formatierungsvorgaben geben. Mach doch mal einen linken, rechten Randausgleich und verteile die Schrift schön gleichmäßig, die Worte. Und hier hast du nur noch den Text. Also solche Sachen, also richtig aufwendiges Textprocessing sozusagen, ist in dieser Box versteckt. Damals waren das ein Herr Schneider, mit der die Hardware gemacht hat. Und später in derselben Firma fingen wir dann auch an, Breitband-ISDN zu machen mit dem Herrn Dr. Lawatsch. Das war richtig heiße Technik. Da haben wir mit der Deutschen Post, war das damals noch, von Telekom redete gar keiner, haben wir Breitband-ISDN-Endgeräte entwickelt. Im PC zwei Einsteckkarten, zwei deshalb, weil wir eine spezielle Grafikkarte hatten, sodass wir digital das Bewegtbild von der anderen Seite einblenden konnten. Das war früher noch nicht anders machbar. Analog hatte immer Fransen. Naja, auf jeden Fall, das ist mein erstes Leben und stolz besonders bin ich halt darauf, dass ich für diese Breitband-ISDN-Geschichte damals in Darmstadt beim Fernmeldetechnischen Zentralamt der Deutschen Post mein D-Kanal-Protokoll, also das, was wir heute auch im ISDN noch kennen, 2B, 1D-Kanal, das Kommunikations- und Verbindungsprotokoll habe zertifizieren lassen. Und dann natürlich CeBIT, auf dem Stand der Deutschen Post, Breitbandkommunikation, quasi eine Videoterminal W-Verbindung über Highspeed ISDN zeigen zu dürfen, das war schon ein tolles Teil. Das war dann so Anfang der 90er. Ja, und seit 96 bin ich halt im Vertrieb oder Consulting tätig. So, kleiner Ausflug. So, jetzt sollten eigentlich alle das PDF mittlerweile aufhaben. Es ist eigentlich recht einfach strukturiert, wie man sieht. Wir haben oben die PBX Gateways, also die Dinger, die auch neben der Gateway-Funktionalität unter Umständen Ethernet auf ISDN oder analog auch die PBX ausführen können. Darunter in der zweiten Abteilung haben wir dann die Media Gateways, die Biester, die wirklich nur Media-Konvertierung machen. Ich habe dort in dem Bereich auch die Analogadapter reingepackt und einfach auch die DECT,
Basisstationen mit reingepackt, weil es ist ein Medienwechsel für Voice over IP. Und IP-Telefone, schön übersichtlich aufgelistet, zwar alles ohne Bild, aber irgendwann weiß man, wie die Dinge aussehen, in welcher Kategorie. Und auf Decktelefone bin ich nicht eingegangen, weil da gibt es einfach ehrlicherweise auch zu wenig Infos. Und das ist ja auch kein Innovafon eigenes Produkt in dem Sinne, als dass es eine Kooperation mit Ascom ist, wo das Gehäuse, Display, Tastatur und Deckt halt eben von Ascom sozusagen produziert werden und die Innovafon nur, was natürlich absolut Quatsch ist, das so darzustellen, das nur auszudrücken, aber wo Innovafon den VoIP-Teil sozusagen dabei getan hat. Ja, und jetzt gucken wir nochmal oben in die Leiste, in die einzelnen Spaltenüberschriften. Da erklärt sich manches von alleine, aber trotzdem möchte ich dazu noch eine ganze Menge sagen. Einfach deshalb, um auch zu erklären, warum diese Teile, diese Information zu den einzelnen Geräten durchaus wichtig sein kann. Zum Beispiel CPU und RAM-Flash. Da sagt man, ja gut, braucht halt eine CPU-Logo und dann hat es halt RAM und Flash und dann ist gut, das braucht es halt eh von der Technologie her. Aber wenn wir dann angucken, was für eine Megahertz-Frequenz die CPU hat, wie schnell sie ist, wie viel RAM und wie viel Flash ich habe und wir wissen, dass Software immer größer wird und immer mehr Speicher auf der Festplatte, aber auch Speicher im Arbeitsspeicher benötigt, dann kann man schon ablesen, wie Geräte ausgestattet sind im Vergleich zu anderen, ob das eher eine ältere Platine ist, die vielleicht schon 2, 3 Jahre auf dem Markt ist, oder ob es was Neueres ist. Und da sagt halt durchaus CPU, RAM und Flash etwas für aus, Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Die Media Interfaces, das ist eigentlich das, wofür ein Media Gateway letztlich da ist, also auch ein PBX Media Gateway, hat seine Berechtigung halt eben dadurch, dass ich von VoIP auf ein anderes Medium wechseln kann. Zum Beispiel ISDN S0, 2B-Kanäle, Primärmultiplexer 30 und so weiter. Mit FXO und FXS komme ich immer durcheinander. Ich verstehe nicht, wie die Bezeichnung, dass das S bzw. O zusammenkommt, woher das kommt. Ich weiß nur, FXO heißt für ein analoges Endgerät zum Anstöpseln. Also eine IP29 ist ein FXO. Eine IP38 auch als analog PBX Gateway hat FXS-Anschlüsse. Also dort klemme ich ein analoges AMT an. Wo sich dann das S und O ableitet, habe ich immer wieder Probleme. Lab und Lab RAM sagt was dann entsprechend aus? Klar, für die Linux Application Plattform, die wird ja auf der zweiten CPU, auf der Dual Core CPU der Gateways ausgeführt. Und dort verbergen sich dann sowas wie Anruflisten, der Fax-Server, das Reporting und vielleicht demnächst noch ganz viel mehr Sachen. Mal gucken, was die V13 irgendwann bringen wird. Da soll es ja mit dieser Linux Application Plattform dann ein bisschen anders werden. Aber je mehr ich dann für diese V13 Neuentwicklung habe an Speicher, ist das natürlich umso besser für den RAM, für die Daten, für das Betriebssystem, das die zweite CPU dann fährt, habe ich ja die mSATA SSD in das Gateway hoffentlich mit rein integriert. DSPs. Immer wieder ein gern gefragtes und selten verstandenes Thema, weil das ist halt Technik, muss man ganz schlicht und ergreifend so sagen. Digitaler Signalprozessor, Innovafon sagt auch gerne Channel dazu. Das ist auch sicherlich ein Eindruck, ein Begriff, der durchaus richtig ist. Ich als Techniker, also Sie haben ja gerade gesehen, was ich 15 Jahre lang gemacht habe oder 10 Jahre zumindest gemacht habe, hardware-nahe Softwareentwicklung, ist das die richtig korrekte Bezeichnung DSPs. Und die sind halt dafür da, zum Beispiel jetzt hier den analogen Klang, der über ein Mikrofon aufgenommen wird, zu digitalisieren. Das sehen wir in dem mittleren Bild mit dieser Welle dort. Da gibt es unten auf der rechten Seite, sehen Sie 0 und oben 7. Und das sind die digitalen Werte sozusagen, die abgenommen werden auf der analogen Leitung von der Spannung und von der Frequenz sozusagen, positive, negative Spannung auf der zwischen den beiden Adern einer AB-Verbindung. Da wird dann ein digitaler Wert berechnet und am Ende geht es genau zurück.
Das heißt, ich spucke in einen Digital-Analog-Wandler, spucke ich die Digitalwerte rein und kriege am Ende auf der analogen Leitung wieder akustische Schwingungen wieder zurück. Das geht natürlich umso besser, je häufiger man abtastet. Pro Sekunde, desto genauer kann ich hinterher wieder analog, digital, digital, analog, hinterher wieder die Schwingung rausbekommen. Wichtig für uns in dem Augenblick ist, das kann nicht eine normale CPU in aller Regel. Da braucht man richtig viel Power für. Und was so ein DSP neben dieser Codierung auch macht, ist, also neben der Digitalisierung, ist, dass er umkodieren kann. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme jetzt Sprache auf und mache das zu dem VoIP-Codec und kodiere das als G711 oder G722 oder Opus oder was auch immer. Das ist die Aufgabe eines DSPs. Das heißt, der hat eine ganz essentielle Funktion. In jeder VoIP-Lösung, in jedem Endgerät, wo mit Sprache hantiert wird, brauche ich irgendwo ein DSP. In Telefonen zum Beispiel stecken in der Regel zwei, damit ich eine Dreierkonferenz machen kann. Für jedes Gespräch, das ich führe, brauche ich so einen DSP-Kanal. Das ist nicht immer ein eigener Chip, sondern die sind dann aufsummiert in einzelnen Chips. Dann gibt es welche mit, weiß ich nicht, 30, 20, 10, 2, 4 solcher DSPs. Und hier unten sehen wir dann links noch die Zuordnung. Wie viele brauche ich denn? Also für ein ISDN S0, 2B-Kanäle, brauche ich 2 DSPs. Für einen Primärmultiplexer, wo ich 30 Gespräche gleichzeitig führen kann, brauche ich dementsprechend 30 DSPs. Und wichtig hierbei ist, dass wir im Prinzip drei Sorten von Gateways haben. Ich nehme jetzt mal die Telefone erstmal aus, aber drei Sorten von Gateways. Es gibt die fixe Zuordnung. Da hat Innovafone gesagt, das muss ein preiswertes, günstiges, hochintegriertes Gerät sein, wie zum Beispiel die 411. Die hat 2 ISDNer, die hat 2 analoge, da sind wir schon bei 4 Schnittstellen, die hat Ethernet, die muss PBX machen können und, und. Da brauche ich ein kompaktes, schöne Lösung, die möglichst einfach funktioniert von der Hardware, die ich sauber programmieren kann, die auch noch vom Preis her einigermaßen akzeptabel ist. Bei diesen Geräten gibt es dann eine feste Zuordnung der DSPs. Das heißt, die liegen nicht als Pool irgendwo herum und die werden eingesetzt, wo es gerade nötig ist oder wo sie verlangt werden, sondern die sind fest zugeordnet. Das ist zum Beispiel bei der 3F und der 4F der Fall, auch natürlich bei den Analogadaptern. Und ganz wichtig für gleich, die können keine große Konferenz, Conf. Das kann ich damit nicht machen. Mit keiner 411 kann ich eine große Konferenz machen. Bei den anderen Gateways, zum Beispiel eine 811 oder eine 3011, dort floaten die oder dort werden die DSPs, die Channels dort benutzt, wo ich sie gerade anfrage. Das heißt für Analog- oder ISDN-Schnittstellen, Analog wüsste ich jetzt, glaube ich, gar nicht mal, wo es dann der Fall wäre. Also ISDN-Schnittstellen habe ich nicht richtig überlegt worden anscheinend. Für die große Konferenz oder für die Faxverarbeitung, da brauche ich nämlich auch DSPs. Und dann gibt es erstaunlicherweise Gateways komplett ohne DSPs, die IP0011 und die IPVA. Beide stellen einfach eigentlich nur eine Plattform für die PBX und die Linux Application Plattform für UC stellen die dar. Aber wenn es ums Codieren oder Umkodieren von Analogsignalen in IP-Pakete, in G711 oder sowas gibt, dann haben die nichts anzubieten. Brauchen sie auch eigentlich gar nicht, weil das System ist eigentlich so, wenn ein Ruf mit dem Amt zustande kommt oder mit irgendeiner Gegenstelle, dann handelt das Endgerät die Codierungsart mit dem Gegenüber aus. Und da ist das Gateway einfach außen vor. Zumindest was die Codierung selber anbelangt. Da braucht es nicht eingreifen, deshalb braucht es auch keine eigenen DSPs, keine Channels. Da macht das Endgerät das. Auf dem PC halt das Softwarephone. Und Conf ist eins der Themen, die, ich weiß nicht, ob das nur mehr oder weniger zufällig reingekommen ist bei Innovafone. Jedenfalls ist das eigentlich ein tolles Thema. Aber wie wir sehen bei der 4.11 ist das nicht durchgängig realisierbar, weil dort die Struktur der Lösung das halt einfach nicht hergibt. Aber eigentlich habe ich dann bei den entsprechenden Geräten 8.11, 30.11, 11.30 habe ich die Chance, eine große Konferenz zu machen. Das heißt, ich als Admin, als
als Betreuer sozusagen der Anlage kann Konferenzräume anlegen, die ich meinen Benutzern zur Verfügung stelle. Und dann kann ich dort hinein die Leute einladen, sozusagen auf analogen Wege. Und dann kann man eine 5er, 6er, 10er, 20er Konferenz oder sogar 30er Telefonkonferenz machen. Und man kann das mit internen Teilnehmern machen, als auch mit externen. Und da ist jetzt, und da wird es jetzt spannend, da ist jetzt die Frage der DSPs interessant. Wichtig ist, jeder Teilnehmer an so einer großen Konferenz braucht einen Channel, einen DSP. Wenn der jetzt über IP kommt, hat er innerhalb dieser Lösung noch kein DSP benutzt, sozusagen. Zwar am Endgerät, aber innerhalb dieser PBX-Konferenzlösung noch nicht. Und das heißt, für einen VoIP-Teilnehmer brauche ich, der teilnehmen soll, ein Innenteilnehmer sozusagen, ein Interner, brauche ich einen DSP. Leute, die bei der 811 über einen S0 reinkommen und dann auf den Konferenzraum durchgestellt werden, die haben in diesem System schon ein ISDN DSP-Channel in Benutzung, der auch wiederum dann für die Konferenz genutzt wird. Das heißt eigentlich ganz einfach, ein Teilnehmer, der über ISDN teilnimmt, nutzt bereits einen DSP, er braucht keinen weiteren. Und einer, der über VoIP kommt, für den muss ich auf jeden Fall einen freien DSP haben. Frei deshalb, weil stellen Sie sich vor, IP811, 5x S0, 10 DSPs habe ich lizenziert, aber jetzt finden schon 3 Gespräche statt, die nicht für die große Konferenz gedacht sind. Da spricht irgendjemand anderes und jetzt sollen noch Leute rein in die Konferenz. Dann können die auf diese 3 externen Gespräche, die geführt werden, die mit der Konferenz nichts zu tun haben, diese DSPs-Channel sind verloren für die große Konferenz. Einfach im Kopf behalten. Man kann nicht sagen, auf einer IP811 mit ISDN, Amtsleitungsbetrieb, kann ich immer eine 10er-Konferenz machen. Nein. Sobald auf ISDN was los ist, kann es passieren, dass mir dieser Channel, dieser DSP einfach fehlt. Typ. Und zwar eigentlich Oberbegriff Faxe. Da kommen wir gleich zu, wie viel da parallel machbar ist. Ganz wichtig ist vor Anfang zu verstehen, wie der Typ ist. Der Typ früher ISDN rein. Und dann lag es sozusagen in der Verantwortung des Gateways zu entscheiden, wie ich so einen Fax weiterleite. Und über ISDN kommt es, das wissen wir alle, schön digitalisiert an. Das ist alles überhaupt kein Problem. Unter ISDN gibt es keinen Paketverlust, keine Verzögerung. Alles schön, klasse. Da kann ich wunderbar dann mit faxen. Aber wenn ich dann ins IP-Netz hineinkomme, habe ich Paketverluste, Delays, da kommen Pakete mal verdreht an. Und schon sagt das Faxgerät, mit dir rede ich nicht, ich verstehe dich nicht. Da war gerade Töne dabei, die kenne ich nicht. T30 ist das, was analoges Fax mit analogem Fax redet. Und das wird entweder über ISDN sauber übertragen und fällt hinten wieder analog raus, kein Problem. Oder man hat dazwischen IP, dann kann man es bei analog lassen, das wäre dann Typ G711. Oder man macht es so, wie es gute Provider machen, wie es auch unten rechts im Bild ist. Die digitalisieren das, was dort kommt, auf vernünftige Art und Weise, handeln ein eigenständiges Protokoll aus und übertragen das Fax auf saubere Art und Weise auf die gegenüberliegende Seite, sodass da auch nichts abbrechen kann. Und so muss man auch die Faxlösung innerhalb InnovaFone verstehen. Das Schönste wäre immer T38 und ich rede ja über IP mit einem, über SIP mit einem SIP-Provider, All-IP. Da wäre es doch eigentlich super, wenn der von vornherein T38 anliefern würde, wenn ich denn einen Fax habe. Das tun die meisten aber nicht, zum Beispiel nicht die Telekom. Die schicken Faxe als G711 kodiertes Gefiepse, Modemrauschen. Und dann mögen sich doch bitte irgendwie die Faxe versuchen zu verständigen. Das geht im guten Telekom-Netz, wenn man Telekom bleibt, relativ vernünftig gut, mit einer nicht deutlich erhöhten Fehlerrate, ist meine Erfahrung. Sobald dann andere Carrier mit da reinspielen oder die Leitung vielleicht doch ein bisschen schlecht ist am Limit, dann gibt's doch Abbrüche. Leider kein T38. Und wichtig ist,
Wir brauchen für G711 auf jeden Fall DSPs, wenn wir Faxe, solche analogen Faxe über den SIP-Carrier kommenden analogen Faxe bearbeiten wollen. Das heißt unter anderem, dass ich dann auch eine IP0011 oder mit einer IPVA keine G711 Analogfaxe, rein analog ankommenden Faxe übertragen kann, empfangen kann. Da muss ich dann auf ein zusätzliches Gateway zugreifen. So, alle Alles-User, MyPBX-Client. Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil die Erfahrung draußen im Markt ist eigentlich sehr entspannt, sag ich mal. Alle Alles-User heißt, ich habe in einem Gateway, in einer Silverbox, habe ich die PBX am Laufen. Ich habe UC-Lizenzen meinen Kunden gegeben, meinen Mitarbeitern gegeben, und zwar eigentlich allen Mitarbeitern. Ich nutze Call Detail Records, CDRs, Voicemail, My PBX und so weiter. Ich habe Favoriten und Partnertasten, und das alles zusammen belastet sozusagen die CPU der PBX. Und nun gibt es halt nicht unendlich viel Power, also ja, CPU-Power in solchen Geräten. Das heißt, ich habe limitierende Faktoren. Ganz Anfang hatten wir das mit CPU und RAM und Flash. Das heißt, jede dieser Geräte hat eigentlich eine spezifizierte Größenordnung, für die Innovaphone sagt, also unter normalen Bedingungen, alle Leute haben CPU, eine UC-Lizenz, und wir nutzen vom System her relevante Funktionen, sowas wie Partnertasten oder Favoritentasten in einem gewissen Umfang, dann komme ich auf eine gewisse Anzahl von Usern, die ich alle alles dort auf diesem Gerät abbilden kann. Die Größen können Sie dort in dem PDF nachlesen. Eine IP411, wenn ich mich recht erinnere, kann das für bis zu 50 Teilnehmer. Das ist für viele Lösungen im kleinen und mittelständischen Bereich durchaus schon okay. Man darf nicht vergessen, wenn man das alles nicht nutzt und seine PBX anders konfiguriert, dann kommen da auch ganz andere Werte raus. Da kommen wir dann aber gleich noch dazu. Und interessant ist auch, wenn ich nur die Standard-PBX-Features nutze und ich nutze aber die CTI-Funktion, also den MyPBX-Client auf dem PC, dann komme ich unter Umständen auch auf ganz andere Werte, was ich mit MyPBX-Clients bedienen kann. Da muss man halt immer ein bisschen gucken, aber da spielen wir gleich noch ein paar Szenarien durch, was die Leistungsfähigkeit anbelangt. Media Relay SIP Channels, ja, das ist auch so ein Thema. Media Relay gibt es bei Innovaphone schon relativ lange. Das heißt eigentlich, dass wenn ein Endgerät in einer TK-Anlage den Medienstream, also das Gespräch auf die Reise schickt, schickt es das nicht direkt zum Empfängergerät, was ja eigentlich der Sinn von Voice over IP ist. Nach der Vermittlung redet Endgerät mit Endgerät direkt, sondern es geht durchs Gateway, und da wird dann damit irgendwas passiert. Früher hat man sowas ganz gern gemacht. Man hat mit G722, G711 intern gesprochen an einem Standort, hatte Media Relay an für Verbindung an einem getrennten Standort in Gott und der Welt, wo auch immer er sein möge. Aber damals waren vielleicht nicht die Leitungskapazitäten so groß, dass ich G711 in Massen über so eine VPN-Verbindung schieben konnte. Da hat man dann gesagt, das kodiere ich einfach dann um auf G729, dann habe ich ein Viertel oder sowas der Bandbreite dafür. So, das heißt, heute haben wir aber, weil die ganzen SIP-Carrier in der Regel so aufgebaut sind, dass die sagen, ich habe ein Login, da meldet sich mein Kunde an, mit dem rede ich dann, und ich rede genau mit diesem Device. Nicht mit irgendwelchen Telefonen von diesen Kunden da, die auf mich zukommen. Ich rede mit diesem einen Gerät beim Endkunden, mit dem seiner TK-Anlage. Das heißt, interne Gespräche, die aus der TK-Anlage zum SIP-Trunk weiter sollen, nach extern, müssen durch das Gateway durch und vom Gateway erst zum SIP-Trunk-Anbieter geschickt werden. Das nennt sich Media Relay.
Und naja, dazu kommt als nächster Kritikpunkt, wie hat das der Christoph Künkel mal ausgedrückt, die legen sich am SIP-Rung die Karten, wenn man mit denen versucht, Security, Verschlüsselung auszuhandeln. Dann magen manche SIP-Anbieter sofort direkt, also ich will nicht mehr, ich rede nicht mehr mit dir. Die verneinen das nicht mal, die blocken das oder weisen das nicht mal ab, eine Verschlüsselung, sondern die können es gar nicht, sind da gar nicht drauf vorbereitet. So, und innerhalb der Innovaphone Gateways kann ich 16 solcher Logins bei SIP-Providern konfigurieren. Wieso 16? Eigentlich habe ich doch einen SIP-Provider und da registriere ich mich, da logge ich mich ein und dann mache ich Gespräche. Das ist richtig, wenn ich Direct Dial-In habe, sprich eine Stammnummer und Durchwahlen. Dann gibt es einen Mechanismus, da komme ich mit einem Login aus für die Stammrufnummer, für die Firma Mehrens meinetwegen. Und alles, was an Rufen reinkommt, überträgt dann nur noch hinten quasi sozusagen die Durchwahl. Das ist aber dann schon wieder ein bisschen für die Provider ganz viel Denke. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche administrativen Gründe. Wenn ich einen Mehrgeräteanschluss habe, dann habe ich zumindest schon mal drei Rufnummern, die völlig unabhängig aussehen. Fünfmal die 1, fünfmal die 2, fünfmal die 3. So, die kann ich aber nicht über ein Login bei vielen Providern abbilden. Da brauche ich drei Logins. Pro Mehrgerätenummer brauche ich ein Login. Und das kann sich dann mal schnell summieren. Wenn ich dann also, was weiß ich, zwei S0er im Mehrgerätemodus habe, dann habe ich drei und drei, dann sind schon mal sechs. Manchmal kann ich auch bis zu 10 Rufnummern bekommen. Also hat die Innovaphone gesagt, irgendeine Beschränkung machen wir. Deshalb mal sagen wir, wir können 16 Logins bei SIP-Providern bedienen. Kann man aber auch anders nutzen, indem man zum Beispiel sagt, ich nehme diesen SIP-Provider für Europa oder Deutschgespräche, den SIP-Provider für Europa und den für weltweit und den für Mobilfunk. Da kann ich also schon durchaus was mitmachen mit dieser Anzahl von verschiedenen SIP-Trunks. So, genau. Media Relay, Medienstream. Was wir hier sehen, da in grün gepunktet, das ist der SIP-Verbindungsaufbau. Da redet also unsere PBX mit dem SIP-Provider und sagt, du, ich habe hier einen Ruf von dem dorthin, bitte vermitteln. Dann geht der SIP-Provider hin und vermittelt und redet mit dem Endgerät, kriegt gesagt, über welchen Codec ausgehandelt wird, G711 meinetwegen. Und eigentlich müsste es dann so sein, dass die Endgeräte, nehmen wir jetzt mal das linke, eigentlich direkt über den Standardrouter, ohne die PBX weiter zu belasten, die Silberboxe weiter zu belasten, mit dem SIP-Provider reden. Und genauso eigentlich auch von einem eigenen Standort, das ist rechts unten das Telefon, der zu meiner PBX gehört, der sollte dann eigentlich vom eigenen Standort aus einfach diesem SIP-Trunk den Media Stream schicken können. Das geht aber nicht. Media Relay. Die sagen, ich als SIP-Provider rede mit dieser IP0011 PBX und mit niemandem anderen. Und das heißt unter anderem dann auch für den außenliegenden Standort und für das interne Telefon, dass die Daten erstmal irgendwie zur Silberbox, zum PBX hin müssen und von dort dann zum SIP-Provider kommen. Media Relay. Wenn wir nochmal einen zurückgehen, bei der Stelle können wir noch auf einen auf einen anderen Grund kommen, wo ich dann ein kleines bisschen die Provider verstehen kann. Angenommen hier von der Hauptstelle dort, wo die 0011 steht, bewege ich mich im Telekom-Netz und rechts unten an der Außenstelle bin ich in Timbuktu irgendwo auf der Welt und habe einen völlig anderen Provider. Und da kann ich durchaus verstehen, dass die Telekom sagt, auf meine Sprachinfrastruktur lasse ich eigentlich nur Geräte zu, die auch in meiner Sprache, in meinen Netzen, aus meinen Netzen kommen. Deshalb kann ich das ein kleines bisschen verstehen, würde ich akzeptieren, wenn die das sagen, solange das aus meinem Netz kommt, ist es mir egal, von welchem Gerät ich angesprochen werde, ist aber nicht so. Naja, müssen wir halt Media Relay machen. Und das belastet so eine Box. Und deshalb das Limit 120. 120 Gespräche gleichzeitig
kann die Box Pi mal Daumen, die Silberbox, in Empfang nehmen, aufarbeiten und dem SIP-Trank zuführen und auch wieder zurück halt, den Mediastream. Neben der ganzen PBX-Verantwortung sozusagen. Ja, also ein einzelnes Gateway, Leistungsfähigkeit, da wird es dann manchmal ein bisschen sehr lustig. Da kommen dann ganz horrende Zahlen heraus und die sind auch gar nicht mal so abwegig, glaube ich. 120 Media Relay Channels mit einer Silberbüchse, 16 SIP-Trunks. Wenn ich mehr brauchen sollte, nehme ich halt noch eine zweite Silberbox dazu, eine 0011, die hat nochmal 16, dann ist auch die Last verteilt, dann kann ich deutlich mehr machen. Ich habe hier einen Lego-Bausteinkasten, ich kann ja einfach Systeme hinbauen, wo ich will. Ich habe mein Chassis, IP, wo ich hinpingen kann, kann ein Modul stehen, ein Teil meiner Baugruppe, sprich eine Silberbox. Wie ich es will. Und schön ist, im Partnerportal, wenn man dort sich einloggt, unter Tools gibt es einen Load Calculator. Den sollte man durchaus mal machen, gerade wenn man viel mit Partnertasten und Favoritentasten auf den Telefonen zu tun hat. Da wird man dann merken, dass zum Beispiel Verschlüsselung grundsätzlich bei CDRs und bei allen anderen Sachen, als auch diese Partner- und Favoritentasten, dass die ganz gewaltig die Last bringen auf der PBX. Partner- und Favoritentasten ist klar. Wenn ich auf mein Telefon gucke, ich habe hier eine 232 und ich sehe meine Kollegen, ständig sehe ich dort, der ist gerade angemeldet, aber nicht am Arbeitsplatz, ausgegrünt, dunkelgrünes Männchen, Avatar oder Logo, dann spricht der unter Umständen mit wem, dann klingelt es bei dem. Das sind alle Statusinformationen, die die PBX sammeln muss, aufbereiten muss und wieder an die Telefone rausschicken. Und das ist schon eine ganze Menge Arbeit, was da zusammenkommt, neben ihrer normalen Arbeit, die sie auch noch machen muss. Und wenn ich dann aber gewisse Annahmen mache über die meine PBX, über das Verhalten meiner Leute, dann komme ich bei einer 411 auf über 2000 User, bei einer 0011 4000 User und 8000, sagt Innovafon in irgendeinem Dokument, wäre so die Grenze ungefähr für ansonsten große IPVA-Installationen. Das kann ich aber auch lösen, anders lösen, indem ich große Installationen aufteile. Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Ich kann, wie gesagt, einfach noch eine Zusatzbox nehmen. Die macht dann zum Beispiel eine 811 nur Conf, große Konferenz. Eine weitere 011, die macht nur Reverse Proxy und Session Border Controller, also die Firewall sozusagen Richtung SIP-Ant. Ich mache in der ersten Etage eine 0011, in der zweiten Etage eine 0011, in der dritte Etage 0011 meines Gebäudes mit jeweils 500 Benutzern auf einer Etage und lasse die einzelnen Etagen auf dieser kleinen Unter-PBX sich registrieren. Und oben drüber habe ich dann den Master der PBX. Dann verteile ich die Last und das kann man ein bisschen ganz strukturiert, da gibt es auch sehr feine Informationen von Innovafon, kann ich das auch für sehr große Installationen dann auslegen. How to implement large PBXs, das ist ein sehr schönes Dokument, das nicht so ganz einfach auch zugänglich ist, da muss man höllisch aufpassen, also sind sehr viele technische Sachen, aber das gibt einen sehr schönen Eindruck von dessen, was geht und nichts Genaues weiß man nicht, aber es soll Installationen mit 60.000 Usern geben. Also ich kenne ein paar sehr große, was weiß ich, Bitburger Brauereigruppe. Das sind schon eine ganze Menge Holz. Douglas Parfümerien und sowas alles. So, jetzt machen wir aber mal eine Einzelbetrachtung. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Jetzt geht es aber auch relativ schnell. Generell Anmerkungen zu diesen Lösungen von Innovafon. Es handelt sich eigentlich immer um IP-PBX, egal ob die jetzt ISDN oder SIP-Trunk haben. Das Thema All-IP bei Innovafon gibt es halt schon von Anfang an. Damals waren es halt H323 H323-Trunk-Anbieter, die man unterstützte. Zu Anfang kannte man SIP bei Innovafon ja nicht. Deshalb sprechen die Telefone ja auch heute noch H323, weil es die bessere Norm ist. Älter, ausgereifter, sag ich mal. Deutlicher definiert.
Das ist also bei Innovafon immer schon so. Intern sprechen wir IP. Wer da mit analogen Telefonen an einem Analogadapter bachtet, das muss nicht unbedingt sein, sag ich mal. Wir reden IP intern. Extern zu Anfang ISDN, heute auch IP, SIP-Trunk, kein Problem. Und wir bieten neben der reinen PBX Standardfunktionalität halten, marken, weiterleiten, UC-Funktion, also Voicemail, Fax-Server, wenn man will, eine CTI, eine große Konferenz. Wir können innerhalb der CTI chatten, wir können Videokonferenz, also ne, zumindest im Zwei- oder Dreiergespräch mit internen oder föderierten, SIP-föderierten Teilnehmern können wir auch Application-Sharing machen, neben Video und solche Sachen. Das ist schon eine ganze Menge. Da wird sicherlich die V13 noch deutlich mehr bringen. Aber das ist die Idee. Das ist das Szenario. Jede Struktur, die heute Kommunikation auf IP-Basis macht, kann man im Prinzip mit Innovafon abbilden. Die Stärken gelten für alle. Es ist PoE. Steckernetzteile oder eingebaute 230 Volt Netzteile haben wir gar nicht mehr bei Innovafon. Das gab es nur in der Anfangszeit. Und alle sind sehr, extrem sparsam. Wenn ich mir angucke, was ich heute für mit Lynk, nee, wie heißt es denn heute? Sky Professional, For Professional oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was ich da an Infrastruktur, an Servern brauche. Ich brauche 12,5 Watt maximal. Und die brauche ich wirklich, glaube ich, nur irgendwann mal beim Booten oder wenn, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, auch nur ein nomineller Wert. Ich denke, mit 10 Watt kommen die Biester im Normalbetrieb einfach so aus. Und ich habe keinen Lüfter und keine beweglichen Teile. Ich habe auch keine Probleme mit Klima. Bei dem Wetter. Gestern hatte ich 31 Grad in meinem Homeoffice, war ich gestern, habe geübt für diesen Vortrag hier. 31 Grad. Da brauche ich mir bei der über eine Innovafon, die da noch im Raum steht, keine Gedanken machen, weil dir kann ich nicht mal einen Kaffee warm halten. Das, ja. Die Biester sind alle robust und zuverlässig, eben weil sie gut designt sind von der Platine her und keine beweglichen Teile haben. Schwächen. Manche sagen, die Schrift da drauf, die ist so unpräzise, die ist so ein bisschen schwammig. Ja, das ist das Markenzeichen von Innovafon, genau. Und Hinweis, bitte alle PBX-Gateways, wo eine PBX gefragt ist, bitte immer mit einer SSD anbieten. Und sei es auch nur, dass ich dort vernünftig die Anruflisten speichern kann. Und wer weiß, was die V13 dort alles noch so schöne Sachen anbieten wird, die ich dann einfach nur noch nachlizenzieren muss. Und dann kann ich sie nutzen, wenn ich denn eine SSD in der PBX drin habe. Also bitte das Thema wirklich so auch machen. Eigentlich ist es Pflicht, in ein PBX-Gateway, wo auch eine PBX laufen kann, auch eine SSD reinzupacken. Die Teile, die man von Innovafunk kriegt, entsprechen den Spezifikationen, die ans Datenblatt sozusagen gestellt werden. 32 GB aufwärts sollte man haben, 2,5 Watt sollte es maximal aufnehmen und eine 3 Gigabit pro Sekunde Schnittstelle, damit die Daten auch flüssig laufen, sollte man da auch schon haben. So, dann gucken wir uns die 0011 an. Schweizer Offiziersmesser in Gold habe ich das genannt. Entschuldigung. Ich muss mal einmal was einen Schluck trinken. So, das musste jetzt sein. Entschuldigung. Die 0011, das ist sozusagen das in Zukunft, wenn wir gar keine ISDNer mehr Richtung Amt haben, ist das eigentlich die präferierte Plattform. Das ist, ja, die macht alles, die hat Power, die hat genug RAM, die hat genug Flash, ich habe eine SSD drin, ich brauche auch nur noch zweimal Ethernet, in diesem Augenblick Gigabit Ethernet. Die frisst kein Brot und ist in meinen Augen die bessere IPVA. IPVA ist toll, der Techniker hat eine große Maschine, oh, da läuft VMware oder Hyper-V, ganz toll, aber nicht zu vergleichen, in meinen Augen, mit diesem kleinen Schätzchen hier. Also das ist von der Leistungsfähigkeit her eigentlich eine geniale Lösung. Und es ist halt, wie gesagt, ein Offiziersmesser. Ich packe die Büchse dorthin, wo ich sie für eine bestimmte Funktion brauche. Also für eine Außenstelle, die in Standalone auch arbeiten soll.
wenn die VPN-Verbindung mal weg ist. Dann kann die immer noch alleine arbeiten, kann vielleicht einen alternativen SIP-Trunk öffnen und alle Leute können ganz normal, zumindest intern, am abgesetzten Standort weiterarbeiten. Und das kann ich für viele Standorte machen. Da kann ich einen nehmen für SPC, einen für Reverse Proxy, Anywhere Workplace hatten wir letztes Mal in einem Vortrag. Das heißt, das ist so eine richtige, vielfach verwendbare Büchse mit ganz vielen unterschiedlichen Funktionen. Für einen Reverse Proxy und Session Border Controller brauche ich nicht mal eine Lizenz. Dann nehme ich halt diese Büchse, kaufe die, programmiere die und fertig. Und dann macht die genau ihren Job und macht den gut. Nachteil, keine DSPs. Das heißt, ich kann damit keine große Konferenz machen und ich kann Faxe nur als T38 empfangen. Ich interpretiere das mal so, hauptsächlich aus Sicht der Telekom, die sagt T38. Ist eigentlich nicht so bei uns im Fokus. Heißt für mich eigentlich, Faxgebrauch geht zurück und wird auch aussterben, genau wie ISDN. Sehe ich eigentlich ehrlicherweise genauso. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal wirklich einen Fax verschickt habe. Selbst zu meinem Steuerberater oder zum Finanzamt mache ich eine E-Mail mit qualifizierter Signatur und dann ist Ruhe. Da brauche ich keinen Fax mehr. Es ist natürlich schön, wenn ich einfach einen Zettel nehmen kann. Formular, ja, ist okay. Unterschreibt das, schmeißt es in Fax, schickt es zum Finanzamt, Steuerberater, wo auch immer hin. Ist es schön, aber ehrlicherweise heute fotografiere ich es mit dem Handy, übertrage es als PDF, empfange es als PDF und übertrage es dann über eine qualifizierte Mail. Fax stirbt auch irgendwann aus. Ja, genau. Und wenn ich es dann brauche, dann kombinieren mit einer 811 für eine Conf. Für eine 10er-Konferenz oder mit einer 1130 für eine 30er-Konferenz, mit Analogadaptern, wenn ich intern noch analog brauche und so weiter. Das ist also das für alles zu gebrauchende Produkt von der Firma Innovafon als Gateway betrachtet. IPVA ist toll. Es gibt Leute, die finden das wunderbar, weil die Infrastruktur eh haben und ehrlicherweise dann frisst die Innovafon auch wirklich wenig Brot, weil die Innovafon läuft halt direkt als nativ auf IPVM, auf VMware oder Hyper-V. Das heißt, ich habe nicht den physikalischen Server, starte dann VMware und starte darin dann Windows oder Linux und dann starte ich Innovafon, sondern Hardware, VMware und dann kommt schon direkt die IPVA von Innovafon. So eine Hardware-Mittelschicht sozusagen hat Innovafon implementiert, eine Rechnerbeschreibung, die VMware Hyper-V zur Verfügung stellt und hat ihre Software direkt daran angepasst, also nicht angepasst an Windows oder Linux. Gut, Schwächen können wir aufstreuen. Ganz wichtig, PBX-Lizenzen. Wenn ich eine IPVA fahre und ich hole mir 2000 User-Lizenzen, PBX-Port-Lizenzen für 2000 User, und binde die dann an diese IPVA, dann sterben die da drin. Die kriegen sie nicht wieder raus. Der Hintergedanke ist, theoretisch könnte ich diese VMware-Instanz klonen und könnte da dann nochmal irgendwo was ansetzen, indem ich da irgendwie rumfummle. Ich kenne mich mit VMware nicht so gut aus, aber Innovafon sagt, ich habe keine Kontrolle hinterher über diese VMware, ob da nicht die Lizenzen verbleiben. Bei anderen, bei Silberbüchsen von Innovafon, von den PBX-Gateways, da kann ich die Lizenzen auch wieder runternehmen. Und das kann ich auch validieren, indem ich da Dokumente zwischen Gateway und MyInnovafon austausche. Und dann kann MyInnovafon sicher sein, dass sie vom Silberbox von dem PBX-Gateway runter sind. Okay, dann darfst du sie auf ein anderes Gateway packen. Das geht mit der IPVA nicht so einfach und nicht so valide. Und deshalb kriege ich PBX-Lizenzen. Ob UC, Voicemail oder was auch immer ist, kriege ich nie wieder aus der IPVA heraus. Praxistipp: Nehmen Sie eine IP0011, selbst wenn Sie eine IPVA benutzen wollen, nehmen Sie eine IP0011 als schlicht und ergreifend als Lizenzmaster. Diese 0011 bekommt alle Lizenzen, macht sonst keine andere Funktion. Und die IPVA holt sich von diesem License Master die Lizenzen einfach ab. Dann sind Sie völlig frei, irgendwann mal zu sagen, ich will doch keine IPVA, ich muss die Maschine fünfmal umziehen und habe keinen Bock, das immer, ja,
IP 0011 als License Master, als einzige Funktion. Das Schweizer Offiziersmesser in Gold. Ja, und genauso hier auch kombinieren unter Umständen mit anderen Sachen für Konf oder weiß der Teufel, wie auch immer. Die kleine eierlegende Wollmilchsau, das wird mir dann aber zu lang. Ja, das ist im Moment ein gängiges Produkt für, ich sag mal, Rechtsanwälte, Arztpraxen, Notare, kleine Unternehmen, Medien, Steuer, was auch immer, die maximal im Moment 2 S0s haben, die aber in Zukunft, vielleicht erst in 3 Monaten, vielleicht auch erst nächstes Jahr, aber die jetzt eine neue TK-Anlage brauchen und für diese Größenordnung dann eine IP-Lösung brauchen. Da ist dann die 411 einfach unschlagbar. Erstens, es gibt zwar vielleicht Produkte im Markt, die das auch können, zu einem besseren Preis, aber die können nicht alle das, was die InnovaFon kann. Weil die 411, das ist ja bei InnovaFon auch so, jede Büchse kann das Gleiche. Also jetzt nicht mit ISDN-Schnittstellen. Auch nicht die ISPs, das ist Hardware-Ausstattung. Aber von der Logik her, von der Software her, von den Lizenzen her, kann, egal wie groß die Box ist, die können alle das Gleiche. Das darf man auch nicht vergessen, fällt mir jetzt so gerade ein. Also das ist so ein Standardprodukt, alles drin und ganz schön und wichtig, weil es halt 2 Versionen gibt, 2 Ideen, wie Schnittstellen, physikalische Schnittstellen behandelt werden bei InnovaFon. Diese Version, die 4.11 und die 3.11, die haben halt die Lizenzen für die Hardware, S0er, analog, DSPs Channel, sind schon mit drin, ab Werk. Die brauche ich nicht extra noch kaufen. 8.11, 30.11, 60.10. Ja, ich sage immer, da wird eine Altlösung gebaut. Da braucht einer dringend eine neue Anlage, hat aber noch einen Primux oder vielleicht sogar 2 oder mehrere S0s und sagt, die schöne Qualität und Stabilität vom ISDN will ich so lange noch nutzen, wie es geht. Bitte, bitte, lieber Nicht-Telekom-Provider, darf ich bitte noch ISDN behalten? Intern möchte ich schon auf IP und ich möchte auch extern mir zukünftig vielleicht einen SIP-Trunk holen, vielleicht sogar parallel dazu zum Probieren oder wie auch immer. Aber für solche Leute, für solche Kunden gibt es diese Geräte, wo ich die InnovaFon-Lösung halt mit vielen großen alten ISDN-Schnittstellen sozusagen auflösen kann. Und natürlich sanfte Migration, die 8.11, ich weiß gar nicht, hat die den Schalter? Ich weiß es gar nicht, um sanfte Migration. Oh, Mangel. Gut. Jedenfalls die 6010 ist immer noch sehr häufig für sanfte Migration, für 1 oder 2 Primux an Anschlüsse, die ich sanft migrieren will. ISDN-Amt, Altanlage, Kabel durchschneiden, Stecker drauf machen, 6010 Pri rein, 60 zu Altanlage wieder raus. Dann ist die ins Pri-Amt eingeschleift und das für bis zu 2-mal Pri. Deshalb hatte ich auch 4 Schnittstellen. Und dann arbeitet die 6010 erstmal als Blackbox und ich kann dann als Admin, als Konfigurator, kann ich dann hingehen und Rufnummern rausfischen oder ummodeln oder was auch immer damit machen. Sanfte Migration. Das Ganze wird dann nicht besonders preiswert. Die Silberbüchse an sich hält sich eigentlich meistens im Grenzen. Die 6010 ist dann schon recht ordentlich im Preis. Was dann aber halt auch noch dazu kommt, sind halt die Schnittstellen und die DSPs, die ich mitlizenzieren muss. Sonst habe ich eigentlich nichts anderes als eine 0011 da stehen im Prinzip. 38311, das sind halt die Sachen, die ja, analoge Ämter, ich denke für Übersee, Amiland gibt es noch analog, Südamerika, Asien, Afrika, ich denke, dafür ist das durchaus gedacht. Allerdings auch für zum Beispiel Notärzte nicht, Katastrophenschutz oder so, oder Feuerwehrleitzentralen, wenn die irgendwo in der Pläne mit ihrem Container kommen, stehen dort auf dem freien Feld und da hinten ist ein Bauernhof und da hole ich mir jetzt ein Amt, dann renne ich mit der Kabeltrommel los. Der hat vielleicht nur einen Analoganschluss, der Bauernhof. Dann klinken die sich daran und haben eine Lösung mit InnovaFon, weil die Biester halt Analogamt können. Ja, und dann gibt es die Media Gateways. Da ist eigentlich gar nicht mal so viel zu sagen. Ne, die 1130, die reinen Media Gateways, die keine PBX ausführen können,
30 DSPs muss ich konfigurieren, lizenzieren, aber dann kann ich G7L-Fax und große Konferenzen machen. Die Analogadapter, Frage an InnovaPhone, wieso heißt die IP29 nicht IP29.8? Weil es gibt auch eine 29.4 und 29.2. Ich meine, 2 und 4 zu kennzeichnen ist ja okay, aber ich hätte ehrlicherweise die IP29-29-8 getauft. Aber gut, die Biester tun es toll. Hervorragend. Das Einzige, worauf man achten sollte, wenn man irgendwo noch irgendwelche Brandmelde, Einbruch oder was so whatever hat, generell mit dem Endkunden sprechen. Willst du das wirklich noch über SIP machen? Sprech mal mit deinem Dienstleister, was es vielleicht für Alternativen gibt. Vielleicht gibt es sowas über GSM, LTE, über was auch immer, über Pager, auf jeden Fall über SIP, DSL. Könnte auch mal daneben gehen, wenn das DSL mal wieder nicht tut. Die 1200er Serie, 1202 Serie, Entschuldigung, die liebe ich. Die Decklösung von InnovaPhone ist fantastisch. Die wächst einfach beliebig groß mit. Hersteller, wie gesagt, oder OEM-Produkt von Ascom, mit denen zusammen wird das entwickelt. Das ist einfach ein tolles Produkt, muss man sagen. Und für kleinere Installationen hat sich die Lage ein bisschen entspannt, dadurch, dass es auch eine 1202/4 gibt, die halt nur 4 Kanäle kann, statt der 8, die diese können und deshalb auch ein bisschen preiswerter ist. Damit schießt man sich nicht mehr sofort aus jedem Rennen sozusagen raus, wenn man InnovaPhone Deck anbietet. Und bitte, wenn bei größeren Installationen, ausleuchten vorher, bevor man da irgendetwas macht. So, Telefone. So ganz viel kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es gibt aber noch ein paar Unterschiede. Also die 240A und 241 sind halt abgeleitet, sind nicht die ersten Telefone, aber auch in Kooperation mit Tiptel damals entstanden. Tiptel hat Plastik, Akustik, also alles, was wir sehen und anfassen können, gemacht im Prinzip. Und die InnovaPhone hat innen drin eine eigene Platine gebaut. Da musste hinten auch noch das Gehäuse anders gemacht werden. Das haben Tiptel und die InnovaPhone sich so zusammengetan. Die tun's toll. Es gibt Kunden, die darauf schwören, weil man kann den Hörer aufknallen, wenn man sauer ist. Das heißt, Gabel knallen lassen. Ne? Der Hörer hat auch noch Gewicht, sag ich mal. Und der Klang ist sehr gut, aber es ist halt ein altes Modell. Auch wenn die 241 der direkte Vorläufer von IP22 und 232 ist, ist es doch schon so, dass das ein bisschen alt ist. Und irgendwann steht die Frage, kann man dafür noch Plastik bauen? Kriegt man das noch hin und kriegt man die Bauteile noch? Das ist wie immer in Elektronik. Ein Z80-Prozessor, wie ich damals in dem alten Board hier hatte, in Reinform von Zilog mit 8 Megahertz, eine H-CPU, die kriege ich heute nur noch irgendwo beim Russen oder beim Asiaten auf der Grabbelkiste, aber sonst als Hersteller kriege ich sowas dann irgendwann nicht mehr. Dann gab es die neuen Red Dot Design Award ausgezeichnet, 222 und 232. Muss man nicht viel zu sagen, außer dass der Hörer halt, den kann man nicht klemmen, ist einfach so. Aber insgesamt ist dieses Telefon ab dem Erscheinungsdatum auch ein Standardtelefon geworden. Das, was früher vielleicht die 230 war, ist heute IP222. Und ja gut, das 232 mit Touch ist dann halt den hochwertigen Kunden dann durchaus angetan. Aber das 222 hat sich auch zum zweiten Standardtelefon sozusagen bei InnovaPhone entwickelt. Headset über USB, ich kriege Beistellmodule, 2 Stück, kriege sogar in Weiß. Also ist lange Zeit der absolute Renner bei InnovaPhone gewesen, ist aber jetzt abgelöst worden, in meinen Augen, durch die IP112. Ein etwas neueres Telefon, das nach dem 222 und 232 auf den Markt kam, hat eine neuere Platine. Und wenn Sie mal gucken in dem PDF, frei sprechen, frei hören, da ist es ein Unterschied. Da kann die IP112 und die 111 können dort mehr als die 222 und 232. Auch was Flash und RAM angeht. Also die 111 und 112, gerade die 112, ist der absolute Knaller. Das Ding sieht
businessmäßig aus. Das gewinnt sicherlich keinen Designpreis. Es ist schwäbisch, schlicht, praktisch, schön, Business-Style, funktional, eine coole Hardware drin und der Preis ist einfach toll. Unter 150 Euro für Gigabit plus Headset, Nettoliste, ist einfach ein Knaller. Und das geht auch gut vom Fleck, das Ding. Ja, 150, IP150, achten Sie mal irgendwo auf eine AIDA oder so etwas, auf Schiffen, dann sehen Sie dort auch oft Innovaphone auf Schiffen, weil rütteln macht den Biestern nichts aus. Und sie sehen durchaus auch häufig so eine IP150. Ganz kurz noch was, Funktionstasten. Da steht in dem PDF 6 Funktionstasten bei 111 und also bei den neueren Serien. Ja, das sind die Biester da an den Seiten. Wenn dann aber einer fragt, wie, dann habe ich ja nur Funktionstasten und Favoriten so wenig? Nein. Na, wir haben halt multifunktional, wir haben unterschiedliche Apps im Prinzip im Display, die ich einzeln aufrufe und in diesen habe ich dann wieder, ändert sich die Funktion dieser Tasten und dann habe ich deutlich mehr. Also habe ich zum Beispiel 16 Funktionstasten und 8 Favoriten pro Seite. Also 8 Favoriten, 8 Funktionstasten und das pro Seite. Also jeweils mal 2. Und dann, wenn das nicht reicht, nehme ich Beistellmodul. Diese Feature-Monster mit 65.000 LEDs blinkend an der Seite. Wer die braucht, ja, Innovafon macht das geschickter. Und zur Not habe ich eine CTI. Ein PC-Arbeitsplatz ist heute eh gang und gäbe. So, glaube, das ist die vorletzte Folie. Ein bisschen überzogen habe ich. Bausteine, die fasst im Prinzip das zusammen, was ich vorhin sagte. Die schöne IP0011, die kriegt eine IP3011 daneben gestellt für eine große Konferenz mit bis zu 30 Leuten, mit 30 Channels. Pri brauche ich dann nicht aktivieren, kaufen nur die Channels, die DSPs. Die kriegt eine weitere 0011 zur Seite gestellt, die dann SPC und Reverse Proxy für die Kommunikation mit der Außenwelt macht, zum SIP-Provider oder mit meinen Außendienstmitarbeitern, die sich Anywhere Workplace-mäßig mit reinhängen. Ich habe ein IP29, ein Modell, hier jetzt gerade eine Vierer, die mir die Analogfunktion in der TK-Anlage zur Verfügung stellt, zum Beispiel für Fax G3, dann auch mit G711 Support, Fax G711 Ton, Fax im Prinzip. Ich kann eine Türfreisprecher in Richtung Analog einschalten. Ich kann die Tür freisprechen natürlich, wenn ich sie neu habe, auch über IP anbringen, direkt oder verbinden mit der PBX. Ich habe eine 1202, die mir eine Deckinstallation macht oder mehrere 1202, dann habe ich mit Handover zwischen den einzelnen kleinen Funkzellen und dann habe ich meine Telefone. Und das kann ich beliebig ausbauen. Fertig. Über eine Stunde? Nein, wir sind ein bisschen später angefangen, ziemlich genau eine Stunde. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Wenn noch Fragen sind, bitte beim vertrieb@mehrens.de. Die stellen. Wir versuchen dann als Team Ihnen die Fragen zu beantworten. Sehr technische Fragen kann dann durchaus sein, dass sie dann halt von mir beantwortet werden. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie beim nächsten Mal bei einem Webinar der Mehrens Advanced Academy wieder begrüßen dürfte. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.